Ich würde gerne hier in Roards Vlog reingehen und ein bisschen pure Neid empfinden, ohne Missgunst. Ganz wichtig, Chat. Ich will auf positive Art und Weise neidisch sein, da wo Roard gerade ist. Man beneidet jemanden, aber wünscht ihm nicht direkt das Schlechte. Und das ist wichtig, Chat. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal sagt, ich will auch gerne sowas haben. Das hat noch nichts mit irgendwie falschem Neid zu tun oder so. Absolut nicht. Neid, finde ich, schlechter Neid, fängt da erst an, wo du sagst, Digga, warum hat er das und ich nicht? Was ist an ihm besser als ich? Da fängt das so langsam an. Und dann sollte man sich Gedanken machen, was ist mit mir falsch, dass ich nicht selber meine Sachen selber angehe und einfach Leute etwas nicht gönne und Missgunst empfinde. Das ist ganz wichtig, Chat. Ich kann, es gibt gutes Neid, definitiv. Es gibt ein etwas, was jemanden dazu beeinflusst, Gutes zu machen. Beispielsweise, nehmen wir mal, ist beispielsweise Roard, hat 10.000 Euro ans Tierheim gespendet. Darauf kann ich neidisch sein und sagen, Digga, ich bin neidisch, ich will das auch machen. Und dann mache ich das. Was gab's da Negatives jetzt dran? Wisst ihr, was ich meine? So, also ja. Ja, gehen wir mal rein, mal gucken, schauen wir mal, inwiefern wir jetzt hier Neid empfinden. Wer war das? Wer war das? Es tut mir leid, ich hoffe, ich habe den Namen nicht. Ah, nur so ein bisschen. Ja. Can't take a loss. Long as you found good, and we good. Ich hab so keinen Bock, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er hat einfach auf der Seite geschlafen. Guck mal, wie das aussieht. Du bist kein Harry Potter-Held. Harry Potter voll uncool. Wir fahren, wie er aussieht. Hey, dein Daily Driver. Hat er dann Samsung gehabt? Okay. Please board the next available train from either platform. Oha! Wow. Ist er hier so? Geht der rüber einmal zu kurz und der First Class macht ein Foto und ja, schön. Ja, sorry, Mädels, mit euch gesendet. Schöne Story machen. Wir sitzen einfach hier. Jetzt will ich eine Sache, Chat. Wer benutzt sein Handy mit Kappe? Eins in den Chat für die Leute, die wissen, was Korall ist. Ohne Kappe, ohne nix. Boah, bestes Gefühl. Oh ja, Handy-Leini. Beste. Krass sieht das aus. Angekommen in Miami. Essi in Miami, Miami? Wird es das sein? 7:30 Uhr. Als Arrival-Idioten. Achso. Geil, Alter. Elevate. Digga, was ist das überhaupt für ein Raum hier? Bahamas, here we go. Here we go, Eligella. Eine Stunde. Wie spät ist es gerade? 21:30 Uhr. 21:30 Uhr. Fliegen eine Stunde. Von Landweg. Digga, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Robert, Digga. Es gibt aber noch einen. Das ist auch so ein bisschen wegen Haare. Hat Eli auch gesagt, nein, niemals. Aber da kommt ein Extrem-Chat. Man merkt einfach, er hat seine Haare nicht mit Traumlocken. Er hat so ein Mittel, das heißt Traumlocke. Checken da ein, gehen ungefähr um. Boarding fängt jetzt erst an. Und Boarding hätte um 19:30 Uhr anfangen sollen. Das ist eine Frechheit wieder, ne? Minuspunkte bei Jekenna. Ich kritisiere ja nicht belanglos. Der hört sich so nett an, obwohl er Samsung benutzt. Aber ansonsten hört er sich echt nett an. Alles, was ich sage, stimmt ja auch. Ohne Sinn. Ihr habt den Mann gehört? Alles, was der kritisiert, hat auch ein Faden. Hand und Fuß, genau. Halle! Propeller! Oh nee, ne? Propeller! Einfach Propellerflieger, nee! Guck mal! Hat er seine Uhr so weggepackt, Alter? Guck mal, was er hier auspackt. Meine Uhr an. Ist das Cars? Ja. Kennt ihr das, wenn so ihr gar keine Ahnung habt, was ihr schreiben sollt, so wie Englischkenntnisse 0,000, ihr wartet, bis euer Streberkollege fertig ist, Namen da reinschreiben. Feuert den so ein bisschen an, wisst ihr, wie ich meine, und schreibt den am Ende ab. Ich hab jetzt schon bald. Ja. Yes. Das kommt bei First Name rein. Wir gehen da so rein, fragen so nach Taxi. Hallo, Sydney heißt Friede mit Nachnamen, geil, Hammer Nachname, das ist so wie auf Arabisch Salam. Die sind so ungefähr so 50 Meter voneinander entfernt. Anstatt dass sie da hingehen miteinander reden, die schreien so die ganze Zeit. Was?
Sydney Friede Awika. Heiße Awika. Okay. Ein anderer steht da. Die Schreine. Und vier Personen an vier verschiedenen Orten. Digga, warum müssen die unbedingt... Ey, also das kann nicht sein, Digga. Also, Rot, ich weiß, du vermisst mich, aber die nehmen einfach meinen Zwillingsbruder mit. Und die schreien sich alle gegenseitig an. Four guys, four luggages. Lichtverschmutzung nennt man das. Das ist doch hell. Digga, schaut euch mal an, wie das hier aussieht. Geisteskrank. Man kommt hier in dieses Hotel rein und es sieht alles so geisteskrank aus. Und es riecht einfach nach Meer hier drin. Hier sind wir also. Unser Hotelzimmer. So lege ich auch immer auf Bett. Oh, nice. Digga, ich hab mich gerade. Ich dachte gerade, jetzt kommt das Spannendste der Welt. Gönnt euch die Optik, Digi. Boah. Ich glaube, morgen sieht das doppelt so krank aus. Geh mal rein und riech mal. Nein. Doch. Ich muss nur mal kacken, aber ich warte noch eine halbe Stunde extra. So, warte, ich zeig euch das Badezimmer einmal. Das ist das Badezimmer. Er war doch selber auf Klo. Wieso? Hä? Wie kann man so scheißen, Junge? Digga, das Ding ist... Das Licht! Da ist kein Licht, ich muss mit dir offen kacken, deswegen. Ja, deswegen schickt's auch. Da ist kein Licht drin. Ja, dann geh mal raus jetzt. Ja, Mann. Das Ding ist, wir sind seit über einem Tag unterwegs mit an Flughafen chillen und dann Check-in, Check-out, Dings auschecken, dann Dings. Hätte ich gar keinen dann, Bock drauf. Nee, das, also auf jeden Fall sehr, sehr viel Kopfgeficke und ich konnte die ganze Zeit nicht kacken, bis jetzt. Und jetzt habe ich richtig fett gekackt. Das sieht nach Freiheit aus, meine lieben Freunde. Digga, also ich sag, hier sind lauter solche Tierchen. Macht keinen Sinn nachts hier. Digga, also ich gehe da nicht rein. Zu 100% nicht. Irgendwo hier. Kompletter Quatsch. Ey, sind unten die Casinos ab 21? Gönnt euch diese Optik, Digga. Das ist. Boah. Yes. Schaut euch mal diese Palmen an. Boah, das sieht auch krass aus. Das ist auch einfach die alles. Einfach revive. Weißt du, sogar so Gucci und sowas. Das ist sehr, sehr krass. Und da vorne sehe ich auch was. Also das ist wirklich nicht mehr normal. Carlo. Cartier Gucci. Oh. Yes. 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 Hey, warte mal. Ich bin im Paradies. Das sieht hier so aus. Also, Digga, Rohat. Allein diese Speisekarte. Boah. Digga, schaut euch mal an, wie das aussieht. Was ist das, Digga? Was? Guck mal seine Nase. Guck seine Nase. Guck mal seine Nase. So sieht unser Hotel, by the way, aus von außen. Krank. Boah. Weiß ich nicht, ob das gut geht, Digga. Was hat das Ding denn für eine Range? Weite Range. Ehrlich? Pass auf, pass auf, pass auf. So kämpfen die echt. Fucking Hotel. So kämpfen die echt in Amerika auf den Streets, man. Hotel, das ist einfach ein Freizeitpark. Es gibt Rutschen. Was? Mies weißt heute du, noch. Wie steil das ist? Hä, aber warum greifen die Haie die nicht an? Bist du live? I'm live right now. Sind die einzigen jungen Leute, ne? Hier ist so ein Reifending und du kannst dich die ganze Zeit so rumdingsen lassen. Und hier landet man dann am Ende. Yes, sir. Krass. Man fährt so die ganze Zeit hier so im Kreis und shit. Und man merkt, was jetzt in seinem Handy. Diese Welle. Und jetzt werde ich nach vorne katapultiert. Yes! Cool. Wir fahren einfach mit diesem Ring gerade hoch. Und dann geht's gleich runter. Wie cool ist das bitte? Was? Hab ich noch nie mein Leben gesehen, außer in voll vielen Schwimmbädern hier in Deutschland. Vor allen Dingen, ich fahre hier schon die ganze Zeit und kannst so pro Station immer aussteigen oder weiterfahren. Das ist so geil gemacht. Also es ist wirklich mit Abstand das krasseste Hotel, in dem ich je war. Guck mal, ich fahre einfach hoch mit damit. Und so geht's wieder runter. Geil. Aber ich habe schon lieber runtergerutscht. Damn, boah, he's sick! Boah! Und hier geht's gleich wieder runter. Geht wieder runter. Oh. Oh. Was? Was kommt jetzt? Oh, 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 oh. Shit, oh, oh, shit, oh. Oh. Geil. Yo! 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 Yes! Das ist geil. Oh mein Gott. Wie cool. Es geht einfach die ganze Zeit so weiter. Man fährt einfach die ganze Zeit runden um das Hotel rum. Dieses Hotel ist so krass gemacht, das ist wirklich insane. Ey, Sydney, schneidest du mir morgen die Haare? Ach, wo, Junge, wie kannst du denn? In Urlaub fliegen und nach einem Tag deine Haare schneiden wollen. Bruder, ich komme aus der Gamescom, ich hatte keine Zeit. Kannst du Sydney Haare schneiden? Yes.
Guck nicht so blöde, schneid mir meinen drei Na, Tagen oder so. Du musst erst mal ankommen, weißt du? Als wäre so viel Arbeit gerade, Digga. Einmal Haare schneiden, dieser verschissene Wichser. Einmal eine Schildkröte. Pizza Margherita und Bo, Bo, wie viel? Boah, das sieht sehr gut aus. Digga, wow. By the way, Sydney guckt gerade den Corinna-Stream und wenn ich angerufen werde, deswegen hat der Flugmodus angemacht. Yes! Und WLAN aus. Yes! Yes! Ja, der Chat ist so schlimm. Bitte schreibt nichts rein, Digga. Oh, los. Es ist so insane, was bei mir... Er ist schon Amerikaner geworden! Reicht jetzt auch! Dieses Jahr, also abging. Also dieses Jahr und Ende letztes was, Jahr. Was, Digga, die Pizza hat doch keine $110 gekostet! Also mein ganzes Leben hat sich einfach, keine Ahnung, 180 Grad gewendet. Es ist wirklich geisteskrank, weil ich kenne das gar nicht. Ich kenne das gar nicht, so krass Urlaub zu machen, oder ich kenne das gar nicht, krass viel Geld zu haben, oder ich kenne das gar nicht, dass ich überhaupt mir keine Gedanken machen muss über Geld. Weil meine Mutter mich so großgezogen hat, dass wir nie krass was hatten. Wir sind halt immer über die Runden gekommen, ganz normal so, also Essen und so. Manchmal auch schwer gewesen, zum Beispiel zu meiner Ausbildungszeit. Da musste ich mich jeden Tag von 5-Minuten-Terrinen ernähren. Aber sonst ging es mir eigentlich essensmäßig immer gut, also hatte ich nie irgendwelche Beschwerden. Wallah, Bruder, kauf dir jetzt 5 Minuten Terrine, eine kostet 2 Euro. Du kannst dir 2 holen bis 5 Euro los und du bist immer noch nicht satt. Selbst 5 Minuten Terrine kannst du nicht mal mehr dich satt machen. Ja, nee, ich küsse euch jetzt, Wallah, heute noch viel schlimmer geworden. Aber jetzt ist es einfach so, dass ich mir Sachen kaufen kann, die ich vorher nie kaufen konnte, oder Urlaub machen kann mit Kollegen, was ich vorher auch nicht machen konnte. Und deswegen, peace out an euch. Weil das ist ein Kuss an euch, weil das ist nur durch euch möglich. Und danke, dass ihr euch das alles reinzieht, was ich mache. Danke auch an jeden Einzelnen, der mich auf diesem Weg begleitet hat. Ohne einen Medi, ohne einen Monte oder ohne einen Sascha oder Sydney und viele andere wäre es nicht möglich gewesen. Also danke an jeden Einzelnen da draußen und Shoutouts. Warum F-Abo-Chat? Er redet davon, die Leute, die ihn so quasi noch mehr gepusht haben. Hört mal auf damit jetzt! Macht keine Fitner. Zwing mich nicht, ihn anzurufen jetzt! Nein, Chat, er meint einfach die Leute, die ihn groß gemacht haben. Und da hat er 100% recht. Oder quasi nicht groß, größer. So.